Hallihallo und willkommen zurück zu Mushroom Kingdom Meltdown, dem zweiten Part. Und wir machen hier ohne Umschweife weiter. Bisher lief es ja eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie es weiterhin so läuft. Die Koopas, die bleiben hier übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, in den Panzern. Und wir springen erstmal in den Hammer. Das heißt, man kann die Koopa-Schale nicht einfach mitnehmen, weil da jederzeit ein Koopa mit rausspringen kann. Also nach einer bestimmten Zeit halt. Und der tötet einen dann. Ah, Mist. Das habe ich jetzt versaut. So. Der ist jetzt weg. Kommt die Schale zurück? Nee. So, dann gucken wir mal hier rein. Da geht's ab. Und was haben wir da? Eine Feuerblume nehme ich mit. So, dann da zurück. Dich erstmal töten. Dann kommt hier ein Schack. Hier ist nichts drin außer Münzen. So, oh, noch so ein Hammerbruder und Slowdowns wieder. Au. Ja. Ja. Läuft super. Was auch immer das hier gerade ist. Ich stratze hier einfach mal durch. Und hier sehen wir auch wieder die schönen Slowdowns. Halt, da war eine Feuerblume. War die hier drin? Ja, da kommen wir dann gleich wieder aus derselben Röhre raus. Das habe ich vorher gar nicht so mitgekriegt. Gut, dann töten wir den Chuck. Dann überleben wir hier am besten mal so ein bisschen. Wäre sinnvoll. Dann können wir den töten und den töten. Und haben immer noch unsere Feuerblume. Das ist sehr schön. Gut, haben wir hier eine neue Feuerblume. Können wir auch gebrauchen. Hopp. Und verlieren sie gleich wieder. Hier slowt es schon wieder stark down. So, hier nehme ich mir die Münzen mit, weil Leben und so. Obwohl ich da andauernd nicht dran denke, Münzen mitzunehmen. Wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich einiges liegen lassen. Aber was mir auffällt, gibt es hier gar keine Yoshi-Coins oder bin ich nur zu blind, die zu sehen? Das wäre eigentlich ein bisschen doof, dass man hier, wenn man hier gar keine Yoshi-Coins hat. Egal, wir haben das Level geschafft. Wir haben eine Feuerblume. Kein Reserve-Item, aber dann gucken wir erstmal. Warum auch immer hier so lange schwarzer Bildschirm ist. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier in Oceanic oder wie auch immer das Secret Exit holen. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß noch nicht, wie ich an einen P-Switch rankomme. So, war da unten vielleicht noch ein Power-Up drin? Das wäre vorzüglich. Gucken wir mal. Ja, da war eine Feuerblume. Na, runter da. Mitnehmen. Gut, dann gucken wir da oben. Aha. Aha. Da waren nur Münzen. Ich werde mir jetzt aber doch nochmal den 3-Up-Moon holen, auch wenn das jetzt nochmal eine Minute dauert. Weißt du was? Stirb einfach mal. Du nervst. So, hier haben wir jetzt noch ein Leben gekriegt wegen den Münzen. Das ist sehr schön. So, dann halt dagegen. So, dann na, runter da. Holen wir uns die nächste. Gut. Kaputt. Dann holen wir uns noch einen und holen da die Shell raus. Wen es interessiert, wir haben es übrigens gerade 1.58 Uhr nachts und ich hatte heute Frühschicht, beziehungsweise gestern. Das heißt, ich bin seit 5 Uhr wach. Das heißt wiederum, ja, wir haben es kurz vor 2. Das heißt, ich bin seit 21 Stunden ungefähr wach. Ah, nee, komm, tut mir leid. Ich würde es einsehen, dass ich meine Feuerblume verliere, aber nicht, dass ich die zweite Feuerblume verliere. Und ich sehe gerade, dass der 3-Up-Moon weg ist. So, den kaputt machen.
So, dann hier weiter. Einfach mal alles abschließen. Hier haben wir jetzt einen Screen Exit. Und dann dürfte hier jetzt gleich der Schlüssel sein, damit nicht alles täuscht. Genau da unten. Ich mache hier einfach mal die Shell kaputt. Ich hoffe, dass ich sie nicht brauche. Und jetzt ist die Frage, wo ist ein P-Switch? Ich lasse den Schlüssel mal hier und suche dann in Ruhe. Vorher war ja nichts weiter. Da unten den Pilz, den brauche ich nicht. Ich töte aber mal die Shell, damit es hier weniger laggt, obwohl es slowt immer noch down. Sieht man auch sehr schön daran, wie langsam der Timer gerade ging. Ach, da wahrscheinlich. Hier wird wohl irgendwo der P-Switch up, halt runter, drin sein. Jawohl. Fisch, hau mal ab. So, dann können wir hier zurück. Können wir da oben lang. Und dann haben wir hier das Sekret-Exit gefunden. Zack, das war's. Mal gucken, wo uns das hinführt. Das führt hier nach links zum gelben Switch. Das ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So wollen wir das haben. Ach nee. So eine Geschichte ist das. Und wir haben keine Zeit. So, also Mitte unten war richtig. Mitte unten, dann wahrscheinlich oben. Mitte unten. Ey. Was soll denn das? Mitte unten oben. Ja, das ist eigentlich ziemlich mies, aber na, fast. Schaffe ich das? Ja, ich habe noch genug Zeit. Unten. Oben. Was war dann? Mitte? Nein. Mitte. Unten. Oben. Dann unten. Jetzt mache ich hier doch noch mal einen kleinen Safe State. Und unten. Unten leben. Tut mir leid für diesen einen Safe, aber wie gesagt, bei sowas, wo es wirklich Glückssache ist, da muss das nicht unbedingt sein. So, Switch Pillars. The power of the switch you have pushed will turn Striche into Blöcke. Your progress will also be saved. Das ist die Standard-SMW-Nachricht, wenn man einen Knopf drückt, der ist nicht verändert. Und irgendwie fehlt uns hier gerade die Animation, aber continue and save. Naja, jetzt haben wir immerhin den Switch und können uns hier ins Schloss aufmachen. Your adventure ends here. My castle will confuse you and your life shall be put to an end here. Achso, to an end here and now. Enjoy your last moments. Also dein Abenteuer ist hier vorbei, mein Schloss wird dich verwirren und dein Leben sollte hier jetzt beendet sein, jetzt und hier. Genieße deine letzten Momente. Na gut, dann genießen wir mal unsere letzten Momente. Und wir haben epische Kid Icarus Musik. Daumen hoch für Kid Icarus. Jetzt fehlt nur noch, dass hier irgendwie Pit durch die Gegend geflogen kommt. Aber der ist ja schon in Smash Bros. Brawl eingebaut. Der muss nicht unbedingt noch in irgendwelchen Mario Hacks sein. Kommen wir da oben rein? Nein. Da oben ist aber irgendwas und ich weiß nicht was. Doof. So, hier sieht so aus, als könnten wir da eine Shell gebrauchen. Ich habe aber noch keine gesehen. Gut. Weniger gut und tot. Es läuft super ohne Safe State, muss ich sagen. Ich stelle mich aber auch an wie der letzte Mensch oder wie der größte Vollidiot. Und weiß immer noch nicht, was die Herzenanzeige über der Zeit bedeutet. So.
Pilz. Immerhin etwas. Vielleicht behalte ich den hier mal und verliere den nicht gleich. So, hier durch. Mit ein bisschen Vorsicht klappt das auch. Dann hier drüber, da lang. Hier in richtigen Moment abpassen. Und schön in Podobo reinspringen. Aber wir haben die Tür erreicht. So, dann haben wir jetzt einen Scrolling-Part. Na, komm runter, mein Gott. Ich mag das eigentlich gar nicht so. Und sterbe. Ist das schön. Und ich glaube, ich werde mir dann doch mal ein Safe State an der Tür setzen. Einfach, weil ich es kann. Man muss die Safe States hier nicht exzessiv abusen. Ich habe gesagt, ich spiele soweit es geht ohne Safe States, aber im Castle werde ich da wohl mal das Ganze anders handhaben. Denke ich mal in Zukunft. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie der Hack so wird oder ob der ab diesem Castle brutal schwer wird, dass ich permanent mit Safe States spielen muss. So, aber mich wurmt das, dass ich hier keine Shell habe, um da in diesen Block reinzugucken, was da drin ist. So, jetzt sind wir hier wunderbar durchgekommen, sogar mit Pilz. Wie gesagt, machen wir hier mal einen Safe State. Na, komm runter da. Warum reagiert der erst so spät? Das war's dann auch mit dem Pilz. Und das war's mit meinem Leben. Gut, na. Was mache ich denn hier? Okay, ja, schön, dass ich jetzt ein paar Mal diesen Safe State geladen habe. Aber es leckt auch gerade ziemlich wieder, finde ich. Und ich muss mal gucken, dass ich gleich Schluss mache und das irgendwie bis zur nächsten Aufnahme behoben kriege mit diesen Lags. Das geht ja mal gar nicht klar. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, woran es liegt. Das kann alles Mögliche sein oder irgendwas ganz Banales. Ich glaube, hier schaffen wir nicht mehr wirklich viel. Höchstens, wenn ich mich hier nach jedem Sprung durchsafe-state, was ich aber nicht unbedingt möchte. Ah, jetzt bin ich klein geworden, egal, durch hier. So, was haben wir hier? Ein Power-Up. Dann safe ich doch nochmal hier. Hier irgendwie versuchen, heile durchzukommen. Na, klappt nicht. Würde wahrscheinlich klappen, aber ich bin zu dumm dazu. Das war knapp. Safe State und Boss. Ach, so ein Thwompy. Den Boss, den spiele ich aber auch komplett mit Safe States. Das ist mir sonst mit den Bossen wohl zu heikel. Ja, jetzt habe ich nur auf den einen Bob geachtet und nicht darauf, was mit dem anderen ist. Und irgendwie... Ich habe so einen Thwomp-Boss auch noch nie selber gespielt, immer nur bei anderen gesehen. Und der ist schwerer, als ich mir das vorgestellt hätte. Ah, Gott. Warum fange ich den wieder auf? Na, einen Moment zu spät in... ganzen Moment zu spät in die Luft geflogen. Und ich achte wirklich nur auf die Explosion und nicht irgendwie auf alles drumherum. Das ist es. Und ich lasse mich töten. Und warum explodiert der jetzt schon wieder so früh? Ja, der trifft natürlich nicht, war ja klar. Safe State. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, völlig daneben. Hallo, hochwerfen. Ne, ein bisschen später vielleicht. So. Nein! Das wird nichts.
Na, dann gucken wir, dass wir es mit dem vielleicht hinkriegen. Yep, ein Treffer schon mal. Na, hallo, so. Ah, was ist denn das hier? Meine Güte. So. Ah, jetzt ist er zu spät in die Luft geflogen. Jetzt. Hallo. Darf ich die auch mal behalten? Nein, danke. Ach Gott. Ja klar, wieso sollte das auch in irgendeiner Form klappen? Jetzt wieder zu... Ah. Der ist doch noch 4 Meter von mir weg. Warum geht da meine Bombe kaputt? Und jetzt denke ich nicht dran, dass er dann schneller runterkommt. So, Safe State. Ah, warum lade ich denn? Nicht mitnehmen. Das wäre jetzt natürlich auch kein Treffer, aber... Na, das könnten wir... Nee. Der hätte treffen können, aber... Ja, ich weiß auch nicht, wie oft ich den Vollidioten treffen muss. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu oft ist. Na, das könnte eigentlich... Wie gesagt, wenn man sich dann nicht so anstellt wie ich, ist das auch locker machbar. Hallo. So werfen. Dann kommst du hier runter und lässt dich treffen, genau. Ja, und jetzt fängt er auch noch an, mich zu betäuben, wenn der runterknallt. Na gut, dann gucken wir mal, wie ich das jetzt... Habe ich jetzt vergessen, Safe State zu machen nach dem Treffer? So, gut, Safe State. Hallo. Ja, mittlerweile ist es fast nur noch Glückssache, muss ich echt sagen. Also, ohne Safe States würde ich hier definitiv nichts reißen. Und jetzt kommen schon wieder bestimmt die Kommentare. Ja, das ist keine Glückssache, das ist einfach nur Skill und der trifft mich jetzt nicht. Nee. Es geht noch weiter. Was zur Hölle? Safe State? Ach nee, hier ist das Ziel. Okay, nach diesem epischen zweiten Part, der zum epischen Fail geworden ist, mache ich hier erstmal Schluss, versuche irgendwie zu gucken, dass ich das Ganze ohne Lags hinkriege. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es liegen kann, aber ich hoffe, das Ganze beheben zu können. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.